Morgen. So, wo sitzen Sie? Dann sitze ich hier. Ja, hallo und guten Morgen und herzlich willkommen hier in der Allianz Arena. Gestern hat der Aufsichtsrat des FC Bayern München einstimmig beschlossen, Max Eberl zum Sportvorstand der FC Bayern München AG zu benennen. Und heute wollen wir ihn, will er sich Ihnen hier vorstellen. Ich starte zunächst mit den anderen beiden Herren hier auf der Bühne mit uns. Herbert Hainer, der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende des FC Bayern, und Jan-Christian Dresen, der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG. Ich gebe zuerst das Wort an Herbert Hainer. Gestern wurde ja nicht nur beschlossen, dass Max Eberl in den Vorstand des FC Bayern berufen wird, sondern auch, dass der FC Bayern ab dem 1.7. mit einer neuen, schlanken Struktur in die Zukunft startet. Herr Hainer, wenn Sie das erläutern möchten. Ja, zunächst mal guten Morgen, Max, hallo. Wir haben in den letzten Monaten uns im Aufsichtsrat neben der Besetzung des Sportvorstandes auch sehr intensiv darüber ausgetauscht, wie wir denn den FC Bayern München aufstellen wollen für die Zukunft, um den komplexen Herausforderungen, die der Fußball heute bietet, in einer immer schneller werdenden Welt gerecht zu werden. Und wir haben das intensiv diskutiert, auch mit allen Leuten im Aufsichtsrat, die ja viele Erfahrungen auch aus dem Wirtschaftsleben mitbringen. Und wir haben uns dazu entschieden, den Vorstand zu verkleinern, klare Strukturen und Rollenverteilungen zu machen, um so deutlich schneller, flexibler, effizienter und auch handlungsfähiger zu werden. Und unser Vorstand wird ab dem 1.7., wenn Andreas Jung ausgeschieden ist, aus drei Personen bestehen. Einmal aus dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen, der sich primär um die Strategie des Clubs, um die Marke des FC Bayern kümmert, unser Vertreter in den internationalen Fachgremien ist, UEFA, FIFA etc. Dann werden wir als stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Michael Dieterich haben, den ich auch recht herzlich begrüße. Wo ist er? Hier sitzt er. Der sich primär um die Finanzen, Personal und das Sponsoring kümmert. Und dann eben den Max Eberl in der Zukunft, der sich ausschließlich um den Sport kümmert, sowohl für Männer wie auch Frauen, sowohl für die Profis wie auch die Amateure. Wir sind absolut überzeugt im Aufsichtsrat, dass wir damit eine Struktur geschaffen haben, die es uns erlaubt, respektive dem Vorstand erlaubt, schnell zu entscheiden, Dinge schnell zu diskutieren, ohne große Umwege, und auch schnell dann zu entscheiden und zu handeln. Wir haben eine klare Rollenverteilung, was jeder Vorstand macht, und sind überzeugt davon, dass wir jetzt eine klare Struktur haben, eine eindeutige Rollenverteilung mit drei Top-Leuten im Vorstand. Ja, vielen Dank. Fragen dazu dann auch am besten später. Jetzt frage ich aber gleich nochmal nach. Bei Herbert Hainer, in dieser neuen Struktur, wichtige Rolle, der Sportvorstand Max Eberl, wie kam es zu der Verpflichtung von Max, wenn Sie das vielleicht mal schildern wollen? Naja, Sie können sich ja sicherlich alle erinnern, dass wir im Sommer, nachdem Hasan Salihamidžić ausgeschieden ist, sofort gesagt haben, dass wir wieder einen Sportvorstand suchen, dass wir uns aber auch Zeit lassen, weil wir die richtige Person für diese Position haben wollen. Und als dann bekannt wurde, dass Max Eberl und RB Leipzig sich trennen, haben wir uns schnell zusammengesetzt und haben gesagt, wenn wir Max Eberl kriegen können, dann ist es unsere Priorität Nummer eins, weil wir von Max absolut überzeugt sind. Er hat über 20 Jahre Erfahrung im Fußball, eigentlich sein ganzes Leben nichts anderes gemacht als Fußball gespielt und Fußball gemanagt. Er ist beim FC Bayern sozialisiert, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, 15 Jahre warst du hier als Kind und in der Jugend und hast bis zum Profitum bei uns gespielt. Und wir haben dann angefangen, mit Max zu sprechen. Ich habe die Gespräche mit ihm geführt und es war relativ schnell klar, dass A, Max eine unheimliche Leidenschaft für den FC Bayern hat, dass er diesen Job unbedingt machen will.
Und es war für mich auch klar und für uns alle, dass Max ein absoluter Kenner der Bundesliga-Szene ist, ein tiefes Verständnis für den Fußball, sowohl national wie auch international hat und er deswegen auch sehr gut zu uns passt. Und eins ist auch klar, am Ende des Tages, wir sind ein Fußballclub und entscheidend ist, was am Samstagnachmittag auf dem Platz passiert. Und wir brauchen nicht nur die besten Spieler auf dem Platz, sondern wir brauchen auch die besten Leute im Vorstand und in der Führungsriege, um die Erfolge, die wir uns alle zum Ziel setzen, auch erreichen zu können. Und wir haben jetzt mit Max und mit Christoph Freund zwei absolute Top-Leute im sportlichen Bereich und darüber sind wir sehr, sehr happy und auch zuversichtlich, dass wir damit unsere ehrgeizigen Ziele, die wir als FC Bayern München haben, auch in der Zukunft erreichen können. Ja, vielen Dank. Dann frage ich Jan-Christian Dresen. Du bekommst einen neuen Kollegen im Vorstand. Wie werdet ihr zusammenarbeiten? Wie werdet ihr als Team funktionieren? In der Kurzform würde ich sagen, zuverlässig, verlässlich und vertrauensvoll. Dann ist die Frage schon beantwortet. In der Langform, einiges hat Herbert Heiner ja gerade schon gesagt. Ich meine, Max hat fast 15 Jahre für den FC Bayern Fußball gespielt. Der kennt die DNA des Clubs, der weiß, wie der Club tickt. Und wir gewinnen mit Max jemanden, der definitiv Qualität und Kompetenz mit in den Vorstand bringt für uns als Team. Das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, kommt es darauf an, nicht nur auf dem Platz ein Team zu sein, sondern auch der engste Führungskreis funktioniert dann am besten, wenn er ein Team ist. Und auch wenn Max wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, auch wenn Max ja über 20 Jahre bei München-Gladbach als Spieler und als Funktionär war, hat, glaube ich, das Herz von Max nie aufgehört, für Bayern zu schlagen. Und wenn ich mich dann mal auf Bayerisch übe, dann würde ich sagen, willkommen daheim, Max. Wunderbar, vielen Dank. Ja, Max, der Jan hat es schon gesagt, du warst fast 30 Jahre außer Haus, bist jetzt zurückgekommen nach vielen Jahren, die du hier in der Jugend gespielt hast, hast viel Erfahrung gesammelt als Spieler, dann als Manager auf deinem Weg in diesen 30 Jahren. Was sind jetzt deine Erwartungen hier zurück beim FC Bayern, deine Ziele? Ja, erstmal grüß Gott von meiner Seite. Ja, für mich ist es natürlich eine große Freude, wie du es gerade angedeutet hast, nach 30 Jahren. Ich habe 1994 den Club verlassen. Ich wurde nach Bochum verkauft, das eher meine sportliche Qualität war. Ich habe 15 Jahre im Jugendbereich gespielt. Da durfte ich dabei sein. Für den Lizenzbereich hat es dann nur einmal gereicht. Einfach die Freude, zurückzukommen, nach Hause zu kommen. Einfach eine große Spannung, deutsches und europäisches Topniveau kennenzulernen, zu lernen von den Protagonisten, die hier schon seit Jahren und Jahrzehnten einfach einen herausragenden Job machen. Freue mich tatsächlich, viele Menschen kennenzulernen, vielleicht alte Begleiter. Hansi Flügel habe ich schon wieder getroffen, mit dem ich bei den Amateuren zusammengespielt habe, aber auch viele neue Mitstreiter kennenzulernen und dann eben genau mit diesen Menschen versuchen, meine Kompetenz, meine Fähigkeiten mit einzubringen, um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Und da bin ich beim zweiten Teil der Frage einfach, es kommen Herausforderungen auf uns zu, Trainersuche ab Sommer, ein Stück weit den Kader eben auch zu überlegen, was die richtigen Schritte sind. Und da bin ich einfach froh, mit den Menschen zusammen, mit dem Vorstand, mit dem Aufsichtsrat, vor allem mit Christoph Freund, der für mich ein extrem wichtiger Partner sein wird, wo wir auf Augenhöhe Dinge entscheiden, versuchen vorzubereiten, um sie dann abgesegnet zu bekommen. Und die Ziele sind einfach, und das sage ich auch ganz offen, in diesen 3 Monaten, jetzt in der Saison, einfach noch das Bestmögliche herauszuholen. Also wir sind, was eher Ungewohntes für Bayern, in der Jägerrolle. 8 Punkte klingt sehr viel, ist auch sehr viel, aber es gibt noch immer noch genug Bundesligaspiele, um da vielleicht den Druck auch hochzuhalten. Wir sind in der Jägerrolle, was die Champions League betrifft. Wir müssen einen Rückstand aufholen. Aber auch das scheint sich für mich nicht unmöglich darzustellen. Also die letzten 3 Monate einfach nochmal bestmöglich, die größtmöglichen Ziele zu erreichen, vielleicht sogar einen Titel zu holen, man weiß es nicht. Und dann in Zukunft einfach mit dem Vorstand zusammen, mit Christoph zusammen, einen Kader zu bauen, wo man eine Nachhaltigkeit erkennt, eine Wiedererkennbarkeit hat, eine Identifikation auch für die Menschen. Logisch, was für Dinge wir entscheiden, was wir machen. Und ich bin natürlich hier, um Titel zu sammeln. Alle meine Kollegen haben schon reihenweise Meisterschaften gefeiert, ich noch keine. Also ist das natürlich ein ganz großes Ziel, was ich habe, mindestens das einmal zu schaffen. Wunderbar, vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich möchte starten mit Marc Gabel von RTL. Grüß Gott zusammen, willkommen Herr Eberl. Herr Eberl, jetzt ist natürlich die vorrangigste Aufgabe wahrscheinlich jetzt für den Sommer dann A, erstmal einen Trainer zu finden und B, den Kader völlig neu umzustellen oder zumindest mal
ja, so ein bisschen in die Zukunft auszurichten. Das ist aber so ein Spagat, den ich mir nicht so ganz einfach vorstelle. Einerseits können Sie jetzt in Anführungsstrichen völlig frei, ohne mit dem Trainer Rücksprache zu halten für den neuen Saisonplan. Andererseits wissen Sie aber noch nicht, wer der neue Trainer dann im Sommer sein wird. Wie werden Sie diesen Spagat angehen und wie wird das aussehen? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, ich sprach ja gerade bei den Zielen von den großen Herausforderungen, die kommen werden. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die natürlich da ist. Klar, erstmal den Fokus auf diese 3 Monate nochmal zu legen, weil, wie gesagt, ich möchte jetzt die Saison einfach nicht hergeben. Dafür ist noch zu viel Luft und zu viel Zeit und zu viele Punkte da. Aber gleichzeitig haben wir die Klarheit, dass wir im Sommer einen neuen Trainer brauchen. Und den werden wir uns natürlich auch mit Christoph Freund zusammen, mit Jan Christian, mit Herbert Heiner, werden wir uns Gedanken machen, welche Kandidaten sind auf der Liste. Es werden ja schon ganz, ganz viele spekuliert und für gut befunden oder nicht so gut befunden. Aber das sind einfach Gespräche, die wir uns jetzt in Ruhe mal, die Gedanken, die wir uns in Ruhe machen müssen. Dann ist die Schwierigkeit natürlich, Spieler für Bayern München zu finden. Ich denke halt, Bayern München ist so ein Verein, wo der Trainer natürlich absolut eine wichtige Mitsprache hat, was Spieler betrifft. Aber Bayern München muss auch als Verein stark sein. Und jetzt kommt es einfach, das ist ein kleiner Satz, den ich sage, aber der alles Entscheidende. Wir müssen den passenden Trainer für Bayern München finden und dann eben auch die passenden Spieler, die zu Bayern München und zu unserem Trainer passen. Das am liebsten so schnell wie möglich, aber das wird natürlich nicht ganz so einfach sein, weil natürlich auch Kandidaten vielleicht sind, die irgendwo noch unter Vertrag stehen. Es gibt Kandidaten, die frei sind, aber es gilt für uns einfach, den richtigen Trainer zu finden. Und das ist das, was mit Christoph und ich jetzt einfach angehen werden. Ich fange erst am 1.3. an, also noch hat die Suche nicht begonnen, aber dann werden wir uns sehr, sehr viele Gedanken machen, viele Gespräche führen und bin mir sehr, sehr sicher, dass wir dann auch die passenden Puzzleteile für die Saison 2024/25 finden werden. Ja, vielen Dank. Eins kurz, ich habe sehr viele Handzeichen gesehen, die werden alle drankommen, aber es wird jetzt ein bisschen dauern, einen nach dem anderen. Zuerst habe ich den Tobi Altscheffel von Sportbild gesehen. Servus Max, herzlich willkommen. Es wurde jetzt schon viel über die Arbeit im Sommer gesprochen, über den Kader. Wie groß muss denn aus deiner Sicht der Umbruch bei dieser Mannschaft ausfallen? Weil es wird immer über den Trainer diskutiert, der nächste Trainer wird im Sommer gehen, aber wie sehr muss sich das Gesicht der Mannschaft verändern, aus deiner Sicht jetzt schon? Und an Herrn Heiner und Herrn Dresen, welche finanziellen Mittel sind denn vorhanden, dass man sagt, man gibt dem Kader einen neuen Anstrich und man verändert auch grundlegend in der Kaderstruktur etwas? Vielen Dank. Also wie groß der Umbruch sein wird, man spricht ja sehr schnell von Umbruch. Umbruch, weiß ich gar nicht, wie viele Spieler bedeuten Umbruch. Bedeuten das 4, bedeuten das 6, bedeuten das 8? Ich fange jetzt an. Christoph hat schon ein halbes Jahr Vorsprung, der wird mir sehr, sehr viele Informationen geben. Die beiden Herren neben mir sind auch sehr, sehr nah dran. Also da werde ich jetzt einfach die ganzen Informationen gemeinsam besprechen. Und dann werden wir uns natürlich den Kader anschauen. Und natürlich wird es sein, das ist jeden Transfersommer so, es wird Abgänge geben, es wird Zugänge geben. Aber das allererste ist erstmal, dass wir den passenden Trainer finden, um dann eben mit diesem Trainer Entscheidungen zu fällen, was eben den Kader betrifft. Ich kann das heute nicht sagen, ich will auch keine Zahl sagen, aber natürlich werden wir uns die Dinge genau anschauen. Wir werden auch anschauen, das ist jetzt die Situation, ich bin jetzt neu, der Club hat eine Entscheidung gefällt, die ich absolut für richtig und nachvollziehbar fand, Klarheit zu schaffen, was den aktuellen Trainer Thomas betrifft. Jetzt mit der neuen Situation mit Christoph und mit meiner Person sind ein Stück weit die Karten auch neu gemischt. Natürlich werden wir uns genau anschauen, wer jetzt in den letzten 3 Monaten, wo wir diese ehrgeizigen Ziele haben, auch mitzieht, wer Bayern München dieses Herz und diese Seele gibt, um diese Ziele vielleicht noch zu erreichen. Wir sind jetzt gerade, wie gesagt, in der Jägerrolle, aber auch da zeigt sich Charakter und Mentalität. Und das wollen wir einfach sehen. Und dann kann man eben nach der Saison entscheiden, welche sind die besten Entscheidungen für die neue Saison. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu Stefan Kumberger. Herr Männerich, lassen Sie uns beide auch noch kurz was dazu sagen. Alles gut. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass wir als FC Bayern sehr ehrgeizige sportliche Ziele haben. Wir haben gestern eine Aufsichtsratssitzung gehabt, eine sehr konstruktive, harmonische, in der wir offen diskutiert haben, auch über die Zukunft und auch über die Lizenzierung für die nächste Saison. Und da kann Jan-Christian Dresen gleich noch was dazu sagen. Und natürlich ist unser oberstes Ziel, die sportlichen Erfolge zu haben. Und natürlich müssen wir dafür auch bestimmte finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Aber das hat der FC Bayern Gott sei Dank immer selber erwirtschaftet und er ist auch in der Lage, das in der Zukunft zu tun. Natürlich werden wir die Dinge hinterfragen, die Max uns vorschlägt, aber es ist ganz klar, dass wir sportlich sehr, sehr erfolgreich sein wollen. Wenn ich das ergänzen darf, das haben wir in der Vergangenheit des Öfteren ja auch auf der einen oder anderen Jahreshauptversammlung gesagt,
maximaler sportlicher Erfolg bei wirtschaftlicher Solidität. Heißt übersetzt, wir werden weiter mit Augenmaß vorgehen, aber für uns ist das oberste Ziel für den Fußballclub FC Bayern der sportliche Erfolg. Wir sind auch ein Unternehmen, aber zuvorderst steht der sportliche Erfolg. Und wir wollen allerdings nicht nur ein Jahr einen sportlichen Erfolg feiern und setzen immer alles auf eine Karte. Das machen wir eben nicht, sondern wir wollen nachhaltig sportliche Erfolge feiern. Und deswegen versuchen wir mit Weitsicht auch dieses Jahr auf dem Transfermarkt unterwegs zu sein. So, jetzt, sorry, Stefan, bist du dran. Ja, hallo in die Runde. Herr Eberl, kann man sagen, es geht für Sie ein Lebenstraum mit dem heutigen Tag in Erfüllung? Und Sie haben mal gesagt, Ihnen ist es wichtig, nah an der Mannschaft zu sein, in der Kabine zu sein. Wie werden Sie das, es war zu Gladbacher Zeiten, als Sie das gesagt haben, wie wird das jetzt laufen? Natürlich werde ich viel beim Trainer sein. Ich werde viel mit dem Trainer, in Gladbach hatten wir eine Couch, da saß ich immer drauf, man hat viel über Fußball geredet. Und das ist ja das, das ist der Kern, warum ich hier bin. Also ich möchte, was gerade angesprochen ist, größtmöglichen sportlichen Erfolg haben. Ich möchte Titel feiern. Und dafür ist einfach eine enge Beziehung zum Trainer, zur Mannschaft für mich elementar wichtig. Kommunikation, miteinander Dinge zu besprechen. Nicht immer irgendwelche Fixpunkte sagen, wir treffen uns einmal die Woche, sondern eigentlich dieses permanente Gespräch. Und das werde ich beibehalten. Mit Christoph zusammen werden wir dann oft dabei sein. Und das geht gar nicht darum, um Dinge zu beobachten, sondern einfach dabei zu sein, zu unterstützen, wo wir unterstützen können. Am Spieltag auf dem Platz kann ich nicht unterstützen. Das hätte auch gar keinen Sinn, weil das wäre eher kontraproduktiv. Aber alles daneben kann ich eben helfen. Und das bin ich dann auch immer, der Ansprechpartner für den Trainer. Der Trainer trifft seine Entscheidungen. Aber natürlich hat man ja auch Expertise. Man kann zusammen diskutieren, zusammen sprechen. Und so wird das im Grunde sein. Und Lebenstraum, natürlich ist es für mich, der hier diesen Club hat groß werden sehen. Ich habe 1980 angefangen im Februar in der Bambini-Mannschaft, durfte ein Profispiel machen, habe dann diese knapp 15 Jahre durchlaufen hier und habe diesen Club, wie gesagt, wachsen sehen. Ich habe Fanshop, als der neu ins Leben gerufen wurde, Mitte der 90er, habe ich mit Didi Hamann Pakete packen müssen, weil Hermann Gerland nicht wollte, dass wir in den Sommerferien irgendwie rumlungern. Also ich weiß, wie dieser Club groß geworden ist und es ist immer der Club gewesen, der im Stück in meinem Herzen war, da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Lebenstraum, natürlich ist es schön, hier zu sein, in dieser verantwortungsvollen Rolle. Und ich habe es gestern gesagt, ich habe da großen Respekt vor, ich habe Demut davor, aber extrem große Vorfreude. Aber es ist jetzt auch ein großes Erbe, was ich antreten darf, weil natürlich der Club sich in den letzten 30 Jahren fantastisch entwickelt hat und zu den Größen in Europa gehört. Deswegen, man träumt davon, aber jetzt habe ich natürlich auch einen klaren Auftrag, eine klare Herausforderung, der ich mich einfach unfassbar gerne stelle. Ja, in einem Umfeld, wo ich mich sehr wohlfühle. Wunderbar, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Christian Falk von der Bild, Sportbild. Servus Max, auch willkommen zurück von meiner Seite. Vor 30 Jahren, wie du gegangen bist, war auf der Position, die damals noch Manager hieß, Uli Hoeneß. Jetzt bist du quasi einer seiner Nachfolger. Kannst du dazu ein bisschen was sagen zu eurer Beziehung und welche Rolle er gespielt hat, dass du wieder da bist und die Vergangenheit hat sich auch gezeigt, ist mal clever, ihn einzubinden. Wirst du auch das tun? Generell, das war ich als Fußballer auf dem Platz. Torben weiß das. Ich war fußballerisch sehr limitiert. Ich war sehr immer abhängig davon, wie mein Umfeld ist. Und genauso habe ich es neben dem Platz gehalten. Also ich bin ein absoluter Teamplayer, der dumm wäre, wenn ich nicht die Expertise von solchen erfahrenen Menschen um mich herum einbeziehen würde, die hier auf der Bühne sitzen, aber auch von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Ich habe damals in Gladbach die Fußstapfen von Helmut Grassoff weit entfernt treten dürfen, jetzt von Uli Hoeneß, also wahrscheinlich zwei der größten Manager im deutschen Fußball. Und ja, es ist für mich einfach eine große Ehre, hier zu sein, für diesen Club zu dienen, wo ich groß geworden bin. Und ich weiß aber, wie gesagt, dass das Erbe sehr, sehr groß ist. Und dementsprechend, ich bin mir dessen bewusst, freue mich extrem drauf und bin um jede Hilfe dankbar, die ich einfach bekomme, um diesen Club weiter erfolgreich zu halten. Ja, dann machen wir vielleicht da oben weiter. Taufik Khalil von BR. Ja, hallo Herr Eberl. Sie haben gesagt, Sie fangen am Freitag erst an, aber mal ehrlich so, wenn man in den letzten Wochen, ist ja nicht so, dass Sie erst seit gestern wissen wahrscheinlich, dass Sie hier zum FC Bayern kommen, wenn man dann schon mal so vorm Fernseher gesessen hat, vielleicht mal im Stadion war, gesehen hat, was alles gerade so passiert rund um den FC Bayern. Ist da so ein Zettelblock immer größer geworden mit Notizen, was alles zu tun ist, so eine To-Do-Liste?
Also ich glaube, Sie werden es mir nicht abnehmen, wenn ich sage, ich habe bis gestern abgewartet, bis der Aufsichtsrat dann tatsächlich entschieden hat, ob ich es werde, und habe bis dahin alles abgeschaltet. Das habe ich nicht. Natürlich habe ich mir in den letzten Wochen sehr viel anschauen können. Ich hatte Zeit, habe mir Spiele angeschaut, ich habe viele, viele Gespräche geführt, die mir unglaublich viel gebracht haben. Und natürlich gibt es einen Zettel, den gab es aber vorher auch schon, weil der Club einfach so groß ist und weil die Ambitionen auch so groß sind und weil natürlich auch meine Ideen und meine Gedanken auch eine Rolle spielen. Der Zettel ist da, aber der Zettel ist trotzdem DIN A5, sehe ich hier gerade, ist nicht so. Aber es gibt Herausforderungen, es gibt Aufgaben, das habe ich gerade angesprochen. Aber wie gesagt, natürlich bin ich für die Ausrichtung dann hoffentlich der nächsten Jahre und der langen Zeit verantwortlich, aber tatsächlich komme ich jetzt auch erstmal her, fange an und möchte diese 3 Monate echt bestmöglich nutzen. Und ich habe auch das gesehen und ich habe auch eine Reaktion am letzten Samstag gesehen aufgrund der Entscheidung, und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Die Jungs auf dem Platz haben ihre Ansprüche, Thomas wird alles tun, um einfach hier einen großartigen Abschied zu bekommen, und ich und wir werden alles dafür tun, dass wir alle zusammen das vielleicht sogar feiern können, dieses Unmögliche, was gerade sich darstellt, zu realisieren. Und dann werde ich meinen kleinen Block abarbeiten und versuchen, für den Sommer gute Entscheidungen zu fällen. Wunderbar, dann machen wir weiter mit Torben Hoffmann von Sky. Max, auch von mir herzlich willkommen hier in München. Ich sag mal, der Trainerposten oder Kontinuität auf dem Trainerposten war beim FC Bayern jetzt in den zurückliegenden Jahren nicht das, was man sich auch selbst wahrscheinlich erhofft hat. Was für ein Profil, die Gedanken wirst du ja sicherlich auch schon machen, was für ein Profil muss denn der zukünftige Bayern-Trainer haben? Was muss er mitbringen? Muss er deutschsprachig sein? Ist das völlig egal? Und es gibt ja Kandidaten, sagst du ja selber, die mitunter noch unter Vertrag stehen oder auch zur Verfügung stehen. Wenn es ein Trainer ist, der unter Vertrag steht, dann kann das ja möglich sein, dass es relativ lange dauert, bis in die Sommerpause rein. Und ist es dann vielleicht ein bisschen spät, auch für eine Planung, um einen neuen Trainer, eine neue Mannschaft zu formen? Danke. Das sind genau die Fragen, die alle auf meinem Zettel stehen und die ich versuchen will jetzt, dass wir sie beantworten können. Ja, wir wollen einfach einen Trainer finden, der zu Bayern München passt, zu den Ansprüchen passt, auch ein Stück weit zu der Idee, zu den Gedanken, die sich Christoph und ich uns machen werden, wie dieser Kader aussehen kann. Sind es vielleicht eben auch irgendwann wie Tell, wie Musiala, junge Spieler, denen wir Einsatzzeiten geben müssen. Also andere großen Vereine, ich mache mir jetzt sehr viel Gedanken auch über den Fußball. Real Madrid hat es geschafft bei einem Mittelfeld mit Modric, Casemiro und Kroos, trotzdem Camavinga und Tchouameni mit einzubeziehen und einzubauen. Das sind auch Trainer, die wir brauchen, solche Spieler zu finden. Wir brauchen Stars, aber wir brauchen eben auch genau solche Spieler. Und dafür musst du den richtigen Trainer finden, der auch Bock hat, mit diesen Spielern dann zu arbeiten. Von der Sprache her, er sollte natürlich eine Sprache sprechen, die wir alle sprechen, also Deutsch oder Englisch soll es dann schon sein. Französisch wird bei mir schon ein bisschen dünner, aber das ist auch ein Kriterium, aber kein Ausschlusskriterium. Dementsprechend möchte ich mich jetzt gar nicht zu sehr eingrenzen in der Wahl. Es gibt Kandidaten, es gibt sehr, sehr gute Trainer, Bayern München ist eine großartige Adresse, aber genau dieses Puzzle jetzt zusammenzusetzen, Trainer, Verein, Gedanken, Spieler, das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Monate. Wunderbar, dann machen wir jetzt weiter mit Manuel Bunke von Merkur TZ. Hallo Eberl, servus. Eine Frage, Ihr Amtsantritt jetzt. Es ist eher turbulent in München aktuell. Ihr persönliches Empfinden, ist es vielleicht gut, wenn man zu so einer Zeit anfängt, weil man auch gewisse Freiheiten hat, eben so einen Kader umzugestalten oder vielleicht schwierige Entscheidungen zu treffen und da auch den Rückhalt hat? Oder wäre es Ihnen lieber gewesen, wenn es ja ein bisschen entspannter läuft aktuell, alles wie immer ist, der FC Bayern auf Platz 1 thront? Und Anschlussfrage, können Sie uns ein bisschen was zum zeitlichen Ablauf Ihrer Verpflichtung verraten? Wann war dann wirklich der erste Kontakt so? In welchem Monat? Mussten Sie lange überlegen oder war sofort klar, ich packe an? Also der erste Teil der Frage, das Leben und die Realität ist, so ist es und ich wünsche dir was. Das habe ich gelernt, deswegen Gedanken, was wäre besser oder nicht besser. Ich habe die Anfrage bekommen und dann kann ich gleich den zweiten Teil mit einbeziehen im November. Hat mich Herbert Heiner angerufen, hat gefragt, ob ich Zeit für ein Gespräch hätte. Und das war im Grunde die erste Kontaktaufnahme, die wir auch dann hatten. Wir hatten dann, wie Herbert es gesagt hat, wirklich schöne Gespräche, intensive Gespräche, offene Gespräche. Und als dann irgendwann im Dezember die Frage kam, ob ich es mir vorstellen könnte,
war für mich dann eben auch nach relativ kurzer Überlegenszeit klar, ja, ich würde es gerne machen, wenn man mich möchte. So war die Reihenfolge gewesen und dementsprechend ist der Gedanke, wann ist es besser, bei Bayern München einzusteigen. Ich denke, das wisst ihr alle, die schon sehr, sehr lange Bayern München begleiten. Es ist immer sehr viel los, es ist immer Ambition, entweder sehr erfolgreich oder eben wie jetzt etwas schwieriger. Aber ich bin einfach froh, hier zu sein und versuchen, meine Expertise einzubringen. Okay, dann Philipp Schneider, ich kann es nicht genau erkennen. Ja, genau, Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Hallo, Herr Eberl, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Sie haben eben gesagt, der Club hätte eine Entscheidung getroffen, die Sie für absolut richtig halten, mit der Trennung von Thomas Tuchel im Sommer. Das ist ja auch eine Entscheidung, die kann man ja durchaus schneidend logisch finden. Ich würde Sie trotzdem ganz gerne mal fragen, es hätte ja theoretisch hätte es ja eine Alternative gegeben. Man hätte ja sagen können, Max Eberl kommt frisch rein von außen mit seiner ganzen Energie, die er mitbringt. Und dann nimmt er sich diesen Trainer, der auf dem Papier ein Top-Trainer ist, und diesen Kader, der auf dem Papier ein Top-Kader ist, und versucht da irgendwie nochmal, ich weiß es nicht, was das richtige Wort ist, aber zu vermitteln, zusammenzuführen, Gespräche zu führen. Warum sagen Sie, dass der Weg, der jetzt eingeschlagen wurde, ist, alternativlos war? Ja, ich habe nicht alternativlos gesagt, ich habe gesagt, es ist die richtige Entscheidung, es ist eine offene, es ist eine transparente Entscheidung und wie ich gerade gesagt habe, ich fange am 1.3. an, der Club ist aber schon seit Wochen in einer Situation und ich glaube, dass Jan Christian und mit Christoph zusammen, mit Herrn Heiner zusammen einfach die Dinge sich angeschaut haben und dann eine Entscheidung gefällt haben, die für den Club entscheidend ist. Und es geht nicht um Max Eberl, es geht auch nicht um Herbert Heiner, es geht auch nicht um Thomas Tuchel, es geht um FC Bayern München. Und wenn Sie das Gefühl hatten, und das haben Sie gehabt, sonst hätten Sie nicht so entschieden, sonst hätten Sie das Gespräch nicht gehabt, dass das der richtige Impuls ist, um jetzt eben nochmal die letzten Monate so anzugehen, dann ist es für mich eine richtige Entscheidung. Und ich war auch nicht involviert, wurde oft kokettiert, dass ich dabei gewesen wäre im Hintergrund. Gar nicht. Es ist auch gar nicht meine Aufgabe, sondern der Club ist immer handlungsfähig gewesen, hat immer sehr, sehr gute Entscheidungen gefällt und jetzt für sich diese Entscheidung gefällt. Und für mich fühlt es sich außenstehend eben bei diesen Themen, die scheinbar da waren, da wo ich nicht so involviert war, fühlt es sich aber richtig an und das ist nur meine Meinung. Gut, dann machen wir hier links von mir aus gesehen ganz oben weiter, bitte. Felix Roderer für Antenne Bayern. Hallo, Herr Eberl. Hallo, Herr Eberl. Willkommen zurück in München erstmal. Ich würde Sie gerne nach der Transferphilosophie fragen. Ich kann mich erinnern, vor einem halben Jahr hat Herr Dresen hier gesagt, so ein Transfer wie Harry Kane, der wird eher Ausnahme bleiben. Bleiben Sie da dabei und ist es jetzt vielleicht eher das Ziel, jüngere oder noch nicht so Spieler auf Weltniveau zu holen, um die dann hier zur Weltklasse auszubilden? Vielleicht können Sie da mal ein paar Gedanken mit uns teilen. Also ich glaube, dass das Bayern München, nicht umsonst sind sie jetzt 11-mal deutscher Meister geworden und haben 2020 6 oder 7 Titel, also ich kann sie gar nicht zählen, ich habe nur einen und zwei geholt, hier geht es in einem Jahr mit 6 oder 7 voran, glaube ich, sehr, sehr gute Entscheidung gefällt und ich glaube, dass der Kader von Bayern München immer herausragend war, sowohl in Deutschland, aber auch international. Auch dieses Jahr ist es ein sehr, sehr spannender Kader mit sehr, sehr viel Perspektive und Qualität. Warum auch immer einige Dinge nicht funktionieren, müssen auch fairerweise sagen, auch das habe ich sehr oft als Argument, auch als Sportdirektor in meinen alten Clubs bringen müssen. Es ist natürlich nie schön, wenn der Kader eben auch sehr oft zerpflückt ist mit Verletzungen, mit langfristigen Verletzungen. Du hast keine Konkurrenzsituation auf dem Platz, im Training. Der Trainer, die sind ein Stück weit die Hände gebunden. Du bist froh, wenn ein Spieler aus der Verletzung zurückkommt und bringst ihn sofort wieder auf den Platz. Das ist nicht optimal gewesen, was das betraf. Und was unsere Philosophie betrifft, wir wollen die bestmöglichen Spieler zum FC Bayern holen, die den größtmöglichen Erfolg, und das heißt Titel, erreichen können. Das kann ein Topstar sein, aber so wie Jan Christian gesagt hat, glaube ich, dass eben Bayern auch nicht in der Lage ist, die anderen Finanzclubs aus England und Frankreich und vielleicht auch in Spanien mögen das können. Bayern hat das, glaube ich, immer mit sehr, sehr großer Weitsicht und mit Auge gemacht, sportlichen Erfolg mit finanzieller Solidität gelebt. Das ist herausragend. Deswegen ist dieser Club auch so besonders. Andere kriegen Geldspritzen und dieser Club ist einfach solide gewachsen über Jahrzehnte. Und natürlich werden wir da schauen, eben auch vielleicht Stars zu finden. Ob die dann realisierbar sind, wird sich zeigen. Aber natürlich werden wir auch Wege finden, gute Spieler wie Mattis Tell, das ist für mich ein herausragendes Beispiel, zu finden, die über eine
Entwicklung. Thomas hat ja im Interview gesagt, Entwicklung bei Bayern München ist schwierig oder er sagte vielleicht sogar nicht möglich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Es muss möglich sein, Bayern München erfolgreich zu führen, zu Titeln zu bringen und trotzdem eine Entwicklung gestalten zu lassen. Und ich glaube, Christoph in seiner Tätigkeit bei Salzburg hat das herausragend bewiesen. Ich glaube, ich hatte auch den ein oder anderen ganz guten Spieler, den man gefunden hat, der dann irgendwo nach einem halben Jahr dann ein Topstar war. Und ich glaube, dass es eben Bayern vielleicht auf einem Stück weit höheren Niveau als bei den Vereinen, wo ich vorher tätig war, wird das aber auch möglich sein, diese, Sie sprachen von jungen Spielern, vielleicht etwas unerfahrenen Spielern, auch diese zu Bayern München zu bringen und sie dahin zu entwickeln, wo dann eben Topstars waren. Also ich erinnere mich gerne an die Zeit, als Thomas Müller selber auf den Platz kam, Philipp Lahm, Sebastian Schweinsteiger, ich will jetzt nicht in alten Kamellen kramen, aber auch die haben ja eine Entwicklung genommen und sind dann irgendwann Weltstars und Weltmeister geworden. Und das ist bei Bayern möglich, bei München definitiv möglich. So, dann sage ich gleich die nächsten vier, damit ich die Handzeichen im Zaum halte. Uli Köhler, Martin Volkmar, Heiko Niederer und Elisabeth Schlammerl, bitte in dieser Reihenfolge. Uli Köhler von Sky. Servus Max, schön dich hier zu sehen. Sehr viel ging es jetzt um Details. Ich frage dich ganz persönlich. Du sollst ja der Heilsbringer beim FC Bayern werden. Du sollst Uli Hoeneß nachfolgen. Er selber wünscht sich das so. Das sind natürlich riesige Fußstapfen. Hat im ersten Anlauf nicht so geklappt. Dazu sollst du, also du sollst diese Figur abgeben. Du sollst den Kader umbauen. Du sollst einen neuen Trainer suchen. Du musst moderieren, wenn Thomas Müller und Manuel Neuer mal nicht mehr beim FC Bayern sind. Mittellangfristig, das ist ja ein Rucksack, der ist ja unmenschlich, fast nicht zu leisten. Bist du dir dessen bewusst und alles soll ja im halben Jahr versuchen. Also Uli, ich habe schon unterschrieben, ich kann nicht mehr zurück. Aber Jürgen Klopp hatte 5 Jahre Zeit, um Meister zu werden in London. Bei Bayern wird man nach 4 Monaten unruhig. Hast du das im Griff? Du hast das, den Zettel auch wieder sehr schön ausformuliert, den ich habe. Also ich glaube, ich bin kein Heilsbringer. Ich bin ein Typ, der einfach anpacken möchte, der in seiner Zeit als Sportdirektor, Geschäftsführer, Sport, wie auch immer diese Titel heißen, das ist ein Schall und Rauch für mich, immer Gas geben musste. Ich hatte in Gladbach diese Themen, ich hatte sie in diesen kurzen Zeit in Leipzig, hatte ich dieses Thema. Wie gesagt, ich bin kein Heilsbringer. Ich bin einer, der, glaube ich, sehr, sehr gut in einem Team arbeiten kann und möchte. Ich brauche, was ich gerade schon angesprochen habe, die Expertise von den Menschen um mich herum, aber auch das, was du alles beschrieben hast, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Also einen neuen Trainer zu finden, ist eine große Aufgabe, das bedarf vieler Gespräche, das bedarf vieler Gedanken. Neue Spieler zu finden, ist eine Aufgabe, die ich seit fast 2 Jahrzehnte jetzt machen darf, die auch unglaublich große Freude macht, weil jedes Gespräch mit jedem Spieler hat mich irgendwie auch weitergebracht. Es macht mir tatsächlich Freude, diese Spieler zu finden, sie jetzt von Bayern München zu überzeugen, dass es der richtige Schritt für sie ist. Natürlich ist das der Aufgabenzettel sehr, sehr groß, aber ich habe keine Angst, ich weiß genau, was ich getan habe. Und wie gesagt, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl jetzt in diesen paar Stunden, die ich jetzt mit den Mitstreitern zusammen sein darf. Gestern die Aufsichtsratssitzung, heute Morgen die kurze Besprechung vor der PK. Es macht einfach Spaß und du merkst, alle ziehen ein Stück weit an dem Strang, um Bayern München einfach gut für die Zukunft aufzustellen. Natürlich, die Fragen mit Manuel Neuer, Thomas Müller kommen irgendwann in der Zukunft, nicht jetzt, irgendwann. Aber vor allem haben wir jetzt andere Aufgaben zu lösen, eben Trainer, Kader. Und jetzt komme ich wieder langweilig zurück, aber die letzten 3 Monate nicht herzuschenken. Herr Köhler, vielleicht darf ich noch 2 Sätze dazu sagen. Es ist fast unmenschlich für einen, was Sie alles aufgezählt haben, was er machen muss. Aber deswegen haben wir auch 3 Vorstände. Was ich dazu sagen will, ist, dass wir beim FC Bayern natürlich einen Sportvorstand haben, der für diese Dinge hauptverantwortlich ist, aber dass alles im Team zusammen gemacht wird. Wir haben, wie ich vorher schon gesagt habe, einen Vorstand mit 3 sehr, sehr kompetenten Herren. Jan Dresen hat das in den letzten 9 Monaten gemacht, sehr, sehr gut. Und insofern werden wir da dem Max auch Entlastung geben. Aber ich will das nochmal ganz klar herausstellen, bei dem FC Bayern München ist das keine One-Man-Show, sondern wir haben einen absolut kompetenten Vorstand und der wird es auch in der Zusammenarbeit miteinander machen. Ja, vielen Dank. Dann Martin Volkmar von RAN. Hallo Herr Eberl. Es war schon ein bisschen zu hören im Zuge Ihrer Installierung von einer Entmachtung von Christoph Freund. Vielleicht können Sie etwas zu Ihrem Verhältnis und zu der Rollenverteilung künftig sagen. Und ob sein Schwerpunkt vielleicht eher Richtung Nachwuchs gehen soll, weil da ja schon auch die Schätze sind, die der Verein auch heben will, wenn man die Mitgliederversammlung richtig verfolgt hat. Also das mit der, also
Fakt ist, Christoph und ich werden auf Augenhöhe die ganzen sportlichen Themen vorantreiben. Christoph ist ein absoluter Fachmann, wo ich extrem froh bin, dass er schon hier ist, dass der Club sich für ihn entschieden hat. Und wie gesagt, Hierarchien spielen bei mir in meiner Welt keine Rollen, sondern wir wollen einfach zusammen das Beste für Bayern München rausholen. Wir werden beide den Kader vorantreiben, wir werden beide zusammen mit Jan Christian, zusammen mit Herbert, natürlich den Aufsichtsrat, wo mit Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge auch Kompetenz sitzt, werden wir über diese Themen diskutieren. Wir werden versuchen, gute Vorschläge zu machen, wir werden versuchen, die Spieler für Bayern zu gewinnen. Gleichzeitig werden wir beide versuchen, den Campus ein Stück weit anzuschieben. Also ich sehe die Aufgabenteilung relativ simpel. Es sind nämlich zwei Menschen, die total erfolgsorientiert sind, die total teamfähig sind, die eine gewisse gemeinsame Empathie haben, die sich extrem wertschätzen. Die wollen gemeinsam Bayern München versuchen, mit all den Mitstreitern zusammen nach vorne zu bringen. Und deswegen ist da Entmachtung überhaupt nicht. Im Gegenteil, für mich ist es Augenhöhe. Und wenn man meine Vita schaut, ob es jetzt in Gladbach Steffen Korrell war und in Leipzig Ruben Schröder, dann ist das einfach nicht möglich für einen alleine, solche Vereine zu führen, bei den sportlichen Ambitionen, die man hat, bei dem mannigfaltigen Aufgabengebiet. Uli hat es ja eindrucksvoll gesagt, was jetzt nur den Lizenzbereich betraf, da war noch nicht mal der Campus erwähnt, Frauenmannschaft. Da brauchen wir einfach eine große Breite, was heißt groß und breit, wir sind zu zweit, aber genau diese Spitze, die brauchen wir. Ja, dann Heiko Niederer von der Bild-Zeitung. Hallo Herr Eberl, willkommen in München. Danke. Der eine Trainername, der so ein bisschen über allen anderen schwebt momentan, ist ja Xabi Alonso, das wissen Sie sicherlich. Sie haben vor 3 Jahren schon mal ein Gespräch mit ihm gehabt, wollten ihn nach Gladbach holen. Vielleicht können Sie noch mal kurz schildern, wie das aus Ihrer Sicht war, wie auch er so als Typ war. Und haben Sie die Hoffnung, dass es jetzt vielleicht im zweiten Versuch klappt? Also ich kann gerne von dem Gespräch von damals erzählen, was für heute keinen Ausschlag hat. Was die heutige Trainersuche betrifft, wie gesagt, werde ich natürlich weit davon entfernt sein, irgendwas zu kommentieren. Aber das Gespräch von vor 3 Jahren mit Xabi war einfach beeindruckend. Er war damals Trainer der zweiten Mannschaft und das war im Grunde auch der Grund, wo er, und da sieht man mal, wie klar er auch ist, aber ich sag mal, ihr kennt ihn ja alle, er hat hier gespielt, ihr kennt ihn noch deutlich besser und intensiver als ich, aber hat er für sich gesagt, hör zu Max, mir ist das ein Touch zu früh, ich muss erstmal Erfahrung sammeln im Bereich des Trainers und hat dann eben damals mir abgesagt. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber wie gesagt, das lässt jetzt keinen Rückschluss auf heute, deswegen möchte ich da das gar nicht kommentieren und ich glaube, das sehen Sie mir auch nach, wenn ich noch nicht mal angefangen habe, jetzt schon irgendwelche Namen zu kommentieren. Welpenschutz, oder? Und dann haben wir jetzt die Elisabeth Schlammerl von mehreren Medien, vor allen Dingen Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Entschuldigung, und danach den Julian Buhl von T-Online. Hallo Herr Eberl. Frankfurter Allgemeine. Entschuldigung. Hallo Herr Eberl, Sie haben gesagt, Sie sind es ja gewöhnt, mit Spielern zu verhandeln, haben das ja jetzt auch viele Jahre gemacht. Es wird aber ein Unterschied sein, ob Sie für den FC Bayern oder die Spieler, die Sie für den FC Bayern in Frage kommen oder interessant sind, sind sicher andere als in Gladbach. Ist das eine Umstellung und wie haben Sie sich darauf eingestellt, dass Sie jetzt vielleicht öfters mal mit Harry Kanes dieser Welt zu tun haben in Verhandlungen als mit talentierten Spielern aus der Schweiz? Ja, ich glaube, dass der ein oder andere Spieler auch gut zu Bayern gepasst hätte. Und ich glaube, Granit Xhaka hat damals auch mit Bayern verhandelt, als wir mit ihm verhandelt haben. Ja, ich verstehe die Frage. Und natürlich ist das nochmal ein anderes Niveau, wenn ich mit Harry Kane, Thomas Müller, Manuel Neuer mich unterhalte. Aber tatsächlich geht es dann auch um Fußball. Also es geht um Fußball, es geht um Jungs, die erfolgreich sein wollen, die natürlich vielleicht schon ein bisschen mehr erlebt haben als Spieler, mit denen ich in Gladbach damals verhandelt habe. Aber ich habe halt kennengelernt, auch in meinem zweiten Step in Leipzig, das war dann schon mal eine Stufe höher als Mönchengladbach, dass es da wirklich um die Sache geht. Den Jungs geht es darum, welche Perspektive habe ich, welche Möglichkeiten habe ich als Spieler mich zu entwickeln, zu welchem Verein komme ich. Und natürlich ist Bayern München das größte Argument im deutschen Fußball, aber natürlich auch für die Spieler die Perspektive der Position, die Perspektive des Spielsystems, der Idee. Da ist ein bisschen mehr dabei als, sag mal, der plumpe Name. Und das ist das, was wir am langen Ende dann auf einem anderen Niveau jetzt versuchen, solche Spieler eben zu bringen. Aber wie gesagt, ich glaube, Spieler, die ich nach Gladbach oder auch nach Leipzig geholt hätte, der ein oder andere könnte auch hier beim FC Bayern spielen. Wunderbar, jetzt würde ich noch 3 oder 4 Fragen zulassen. Julian Buhl zunächst, dann haben wir noch Marco Mader vom SED, Georg Holzner vom Kicker und dann zum Finale Furioso.
Ja, hallo Herr Eberl. Sie haben sich vor 2 Jahren sehr bewusst und sehr emotional auch in der Auszeit vom Fußballgeschäft verabschiedet. Jetzt treten Sie hier bei Bayern die größtmögliche Aufgabe an. Da wollte ich gerne fragen, haben Sie da irgendwelche Bedenken, dass Sie wieder an diesen Punkt kommen könnten, wo Sie eben vor 2 Jahren waren? Und was machen Sie vielleicht auch dafür möglicherweise, um das zu verhindern? Und eine kurze Anschlussfrage, ganz kurz. Was bedeutet für Sie, mir ist an mir? War mir klar, dass die Frage kommt. Ich habe damals bin einen Weg gegangen in Mönchengladbach, wo ich wirklich bis zur Selbstaufgabe, wie man so schön sagt, mich aufgeopfert habe für den Verein. Und im Leben gehören manchmal eben auch Entscheidungen dazu, zu sagen, okay, hier geht es jetzt nicht weiter. Und ich glaube, jeder Mensch hat auch eine Krankheit mal gehabt und dann geht es danach auch wieder weiter. Jetzt mag meine ein bisschen größer gewesen sein im Bereich des Fußballs. Und trotzdem habe ich mich dann einfach sehr, sehr bewusst rausgenommen. Ich habe einfach mal diese Zeit, die ich bis dahin erlebt hatte, und die war bei mir einfach getrieben, toujours mit Arbeit, mit Leistung. Ich habe es gerade angesprochen, ich war kein Hochtalentierter. Ich musste immer alles geben, sowohl neben dem Platz als auch auf dem Platz. Und habe das eben auch getan. So ist mein Naturell. Und das alles mal zu reflektieren, das eben auch mal innezuhalten in dieser schnellen Welt, die wir haben, nicht nur im Fußball, sondern auch daneben. Ich glaube, das tut Menschen gut. Mir hat es extrem gut getan. Ich habe für mich dann eben auch eine Auszeit genommen. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche geführt. Ich bin sehr, sehr viel mit mir auch ins Gericht gegangen. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich erlebt? Was möchte ich besser machen? Und dann eben auch Rückschlüsse gezogen. Und von da dann eben wieder neu zu starten mit richtig Anlauf. Ich habe richtig Lust. Das hatte ich, als ich vor über einem Jahr in Leipzig angefangen habe, gehabt. Und das habe ich jetzt hier genauso. Also ich habe da keine Angst, sondern ich habe meine Menschen um mich herum, die mich begleiten, die mich unterstützen. Ich habe einen Psychologen, den ich immer bei mir habe, den ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr so häufig brauche wie in der Zeit. Und das sind einfach Gespräche, die man hat. Und das hat mich als Mensch, das sage ich auch ganz ehrlich, extrem wachsen lassen und stark werden lassen. Deswegen, da mache ich mir gar keine Sorgen, weil ich weiß, auf was ich mich einlasse. Und mir ist an mir, was soll ich da großartig sagen? Das bedeutet für mich, wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen aber auch authentisch sein. Wir wollen glaubwürdig sein. Das bedeutet für mich, mir ist an mir. Und das hat der Club jahrzehntelang, ich weiß gar nicht mehr, gibt es den Slogan? Wie lange gibt es den schon? Einige Jahre auf jeden Fall, gelebt. Und das versuche ich einfach jetzt fortzusetzen. Ja, aus den 80er Jahren entstanden, das Mir an mir und dann immer 80er? 70er sogar, Bulle Rot. 70er? So, ja. Dann hätte ich doch schon mal hören müssen. Jetzt machen wir weiter mit Georg Holzner vom Kicker und dann, wie gesagt, noch Torben Hoffmann und Nico Linner. Und dann würde ich denken, dass wir viel beantwortet haben. Oder? Hallo zusammen. Eine Frage mal an Herrn Dresen. Haben Sie in der Vergangenheit oder jetzt in den vergangenen Wochen mal mit Christoph Freund gesprochen, wie künftig sein Profil ausschauen wird oder wie die Rollenverteilung für ihn künftig ausschauen wird? Und dann noch eine Frage an Herrn Eberl oder in die Runde, wer für wen es am besten passt. Also es gibt bei Alphonso Davies jetzt Spekulationen um Real Madrid. Was ist Ihr Kenntnisstand und vor allem Ihr Plan mit Alphonso Davies? Ja, natürlich habe ich mit Christoph mehrfach gesprochen. Wir reden wöchentlich eigentlich. Wir haben ein völlig unkompliziertes Verhältnis miteinander. Das heißt, ich gehe zu ihm ins Büro, wenn mir was auf dem Herzen liegt und umgekehrt. Das machen wir öfter am selben Tag. Und natürlich, als dann die Gerüchte um Max größer wurden, habe ich natürlich auch mit ihm gesprochen. Und Christoph ist ein Mensch, der nicht nur Max aus vergangenen Zeiten kennt, also insofern wissen beide, was auf sie auch ja zukommt, sondern Christoph ist ein Mensch, der erstens uneitel ist, der der Sache dient, der an Zielen orientiert ist und, das habe ich das ein oder andere Mal ja auch schon öfter gesagt, ein wirklicher Teamplayer ist. Und als solches, mal unabhängig, dass ihr beide sicherlich auch Vorgespräche schon geführt habt, jetzt in den letzten 1-2 Wochen, wird es darauf ankommen, dass man sich die Aufgaben im Sportbereich dann vernünftig aufteilt. Max hatte das vorhin ja schon erwähnt, was da alles so in diesem Bereich ist. Und da gibt es Arbeit, reichlich Arbeit für zwei. Und ich bin sicher, dass das im Team hervorragend funktioniert, werde meinen Beitrag dazu leisten. Und dann bin ich überzeugt, dass wir eine gute Zukunft haben. Und zu Alphonso Davies, wenn ich das gleich mitbeantworten darf, natürlich haben wir mit Alphonso einen Spieler, der auf der linken Seite nicht nur durch seine Geschwindigkeit, auch durch seinen Charakter, durch seine Offenheit einfach die letzten Jahre eine hervorragende Entwicklung genommen hat und
ja, wir sind dann auch in Gesprächen mit seinem Berater, das wird man sehen, wie kompliziert das ist. Jetzt wird sich Max in dem Kontext mit einbringen. Christoph hat hier schon Gespräche auch geführt, aber zum Kaderumbau und Kaderergänzung gehört, dass man das Gesamtbild nimmt. Und da kommt es jetzt darauf an, wie die beiden insbesondere sich die Zukunft weiter auch vorstellen, sprich Max und Christoph. Vielen Dank. Das Finale, doch. Torben Hoffmann, das ist so ein On-Off zwischen uns gerade. Ja, der Kollege vom Kicker hat ja die Frage schon ein bisschen mit vorgenommen. Jetzt hat aber Jan-Christian Dresen darauf geantwortet. Würde ich auch gerne von dir, Max, hören in dieser Causa von Sie Davis, wo der Vertrag 25 ausläuft. Die Königlichen von Madrid buhlen um ihn. Die vielleicht sagen, holen wir ihn dann notfalls 25 ablösefrei oder halt mit einer Vorgabe, die wir mehr oder minder vorgeben, 24, dass ihr da möglicherweise in einer schlechteren Verhandlungsposition seid. Also wie gehst du in das Gespräch rein? Wie sind da deine grundsätzlichen Gedanken, wenn Verträge ein Jahr später auslaufen? Gut, ich glaube, Jan, Christian und Christoph haben ja schon die Gespräche geführt und ich glaube, Jan hat ja gerade ausgeführt, wie der Stand ist. Ich werde natürlich dann auch das Gespräch versuchen fortzusetzen. Ich werde mit Christoph zusammen den Stand der Dinge mal besprechen und dann werden wir Entscheidungen fällen. Natürlich ist es nie schön, also Spieler ablösefrei zu verlieren. Das möchte kein Club, das möchte, glaube ich, auch Bayern München nicht, weil das Geld müsste man, wenn man ihn verkaufen würde, wenn man keine Verlängerung erreichen könnte, sehr viel Konjunktiv übrigens, dann müsste man vorher natürlich agieren. Und das ist aber jetzt wirklich ein Stand, das ist jetzt Aktualität, die ich wirklich erstmal kennenlernen muss und sehen muss, wie da der Stand ist. Vielen Dank. Marco Mader war, glaube ich, schon dran. Dann haben wir jetzt das Finale Furiosum mit Nico Linner und dann... Alles okay? Okay, dann Nico Linner zum Finale. Servus, Herr Eberl. Nochmal eine andere Personalie, Joshua Kimmich. Den hat man in den letzten Jahren beim FC Bayern gesehen als jemanden, der Führung übernehmen soll, der in diese exponierte Position treten soll. Jetzt wurde er zuletzt viel kritisiert, wie die gesamte Mannschaft auch. Wie sehen Sie seine Rolle? Ist er für Sie auch ein Fixpunkt in der Planung der Zukunft oder steht auch er auf dem Prüfstand? Und wie planen Sie generell die Führungsachse des FC Bayern, die ja sehr, sehr wichtig war für die Erfolge der vergangenen Jahre? Ja, da gehen wir jetzt schon sehr, sehr tief in die Kaderplanung rein und in die Kadergespräche. Ich habe gerade vorhin was gesagt, also wir brauchen über Joshua Kimmich nicht nachdenken. Also der ist deutscher Nationalspieler, der hat, glaube ich, einen unfassbaren Weg gegangen. Jetzt hat er gerade so ein bisschen die Schattenseite im Fußball. Er möchte sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen, das nehme ich von außen zumindest so wahr. Er möchte gerne eigentlich alles machen, was auf dem Platz passiert, was eine unglaubliche, herausragende Qualität ist und Mentalität auch bedeutet. Aber natürlich, wenn wir uns den Kader anschauen, schauen wir uns auch alle Spiele an und Joshua, wenn mich nicht alles täuscht, hat auch nur noch bis 25 Vertrag und dann müssen wir uns eben auch Gedanken machen, wie geht es weiter, was sind seine Gedankenspiele, aber das sind alles Gespräche, die ich tatsächlich jetzt mit den Spielern auch führen möchte. Ich freue mich da extrem drauf, diese Gespräche zu führen, die Jungs einfach kennenzulernen. Ich habe sie früher immer nur als Gegner gesehen und hatte immer Muffe, wenn wir die Spiele begonnen haben. Ab und zu habe ich mich gefreut danach und meistens war es danach aber eher negativ. Deswegen freue ich mich einfach jetzt, diese Jungs kennenzulernen und genau solche Gespräche zu führen und das ist Fußball. Fußball ist Kommunikation miteinander. Es ist ein Stück weit, das hört sich pathetisch an, aber es ist Liebe miteinander. Wir müssen zusammen was aufbauen, wo wir alle in diesem gleichen Boot sitzen. Und das ist das, was ich von den Jungs erwarte, dass wir einfach jetzt, und das haben alle schon die ganze Zeit versucht, aber jetzt auch die letzten 3 Monate, nochmal alles in die Waagschale zu werfen und zu zeigen, wie Bayern München, wie wichtig mir Bayern München ist, wie viel Seele und Herz gebe ich da jetzt rein. Ich werde alles reinhauen, was ich kann. Ich werde versuchen, die anderen auch ein Stück weit anzuzünden, mitzunehmen, mit allen anderen auch. Und dann schauen wir mal, was möglich ist. Und die Gespräche werden dann parallel geführt. Ja, herzlichen Dank. Das war's mit den Fragen. Aber bei dieser Pressekonferenz, wie gesagt, ging es ja neben der Vorstellung von Max Eberl auch um die Darstellung der Struktur der Zukunft des Vorstandes der FC Bayern München AG. Und das wollen wir jetzt auch die Pressekonferenz den Kreis schließen, dass wir rausgehen und dort noch ein Fotomotiv machen, zusammen mit Michael Diederich, mit Herbert Heiner, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und den beiden weiteren Vorständen ab 1.7. Würde ich alle Fotografen dann bitten, mit rauszugehen. Die Christina begleitet euch mit raus, Christina Neumann. Und dann machen wir dort ein Fotomotiv eben mit dem Vorstand, der dann ab 1.7.2024 die Geschicke hier leiten soll.
in dieser schlanken und, wie vom Herrn Herbert Heiner angesprochen, effektiven Art. Vielen Dank. Bis dahin.